Oh Gott, mein Herz. Ich bin doch verrückt. Ich bin doch verrückt. Okay. Ich mache heute den Einstellungstest bei der Feuerwehr. Mich erwarten hier gleich 8 Stationen. Draußen sind es auch noch mal 2 und ich würde sagen, wir probieren das Ganze doch mal aus. Die erste Station klappt ganz gut. Beim Balancieren falle ich zwar nicht runter, bin aber knappe 2 Sekunden zu langsam. Weiter geht's mit Liegestützen im Takt. Hier benötige ich 12 Wiederholungen. Doch irgendwann macht mein Körper schlapp. Schlossen hin und her. Go. Von Koordinationsübungen weiter zur nächsten Kraftübung. Zwischen den Stationen gibt es keine Pausen. 45 Sekunden muss ich mich halten. Meine Muskeln! Erst 10 geschafft. Oh nein, nein, nein. Ich sterbe. Doch auch hier merke ich, mein Körper ist irgendwann kraftlos. Nein, nein. Mir wird klar, so ganz ohne Vorbereitungen sollte man nicht in den Test. Wir haben auf unserer Internetseite verschiedene Informationen, wie sind die einzelnen Tests aufgebaut, beispielsweise Beispielaufgaben für die Theorie, aber auch für das Sportliche. Okay, und go! Der Kasten-Bumerang-Test startet mit einer Rolle. Ich habe 19 Sekunden Zeit und benötige 18. Doch dann ein Fehler. Am Ende laufe ich nicht um das Hütchen herum und bin raus. 7,5 Meter muss ich mit einem Medizinball werfen. Schade. Beim CKCU-Test geht's um Kraft und Ausdauer. Okay, zweite Schuh. Habe ich es geschafft? 17. Also 23 Meter hätten Sie gebraucht. Immer ganz knapp. Weiter geht es mit der nächsten Station. 60 Sekunden Zeit, um die 75 Kilo Puppe zu retten. Die erste Runde bekomme ich hin. Oh, das brennt ja jetzt schon. Ich kann. Doch. Ich rette dich. Doch in der letzten lassen mich meine Kräfte im Stich. Ach, mir tut alles weh. Bei uns ist der Einstellungstest mehrgliedrig aufgebaut. Grundsätzlich wird die Bewerbung einmal gesichtet. Geeignete Bewerber werden dann zu einem theoretischen Test eingeladen. Da werden Fertigkeiten in Mathematik, Rechtschreibung, technisch-physikalischem Verständnis abgefragt. Und dann geht es zum Sporttest. Jeder muss einmal den Sporttest absolvieren. Und wenn diese beiden Elemente dann erfolgreich hinter sich gebracht sind, steht das Einstellungsinterview an. In diesem möchten wir den Bewerber besser kennenlernen, aber auch der Bewerber uns. Auch der 3000-Meter-Lauf in unter 15 Minuten gehört dazu. Gedanklich bin ich aber ehrlich gesagt schon bei meinem Endgegner. Wenn es wirklich nicht mehr geht zwischendrin, dann einfach lieber runterkommen. Okay, also es sind jetzt 30 Meter und ich schaue jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Okay, los geht's. Läuft. Also bis jetzt geht noch alles. Ich bin ja auch noch nicht so weit gekommen. Die ersten Meter sind easy. Mein Ehrgeiz ist groß und ich klettere einfach weiter. Doch irgendwann sitzt mir die Angst im Nacken. Oh wow. Das ist echt hoch. Das ist echt hoch. Okay. Okay. Immer weiter. Ich
bin gesichert. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Oh Gott, mein Herz. Okay, jetzt bloß nicht nach unten gucken. Schritt für Schritt nach unten. Schön langsam. Okay. Gut. Ich hab's geschafft. Und jetzt muss ich nur noch hier runterkommen. Oh Gott. Ich bin doch verrückt. Ich bin doch verrückt. Geschafft. Ich habe überlebt. Wow. Also ich sag euch, 1,30 Meter, das ist kein Ponyhof. Die Aussicht ist aber schön. Oh, ich bin froh, dass ich am Boden bin. Ich bin so froh, dass ich am Boden bin. Sicher auf beiden Beinen. Also echt. Ich bin auf jeden Fall richtig fix und fertig. Sportlich gesehen muss ich auf jeden Fall noch an mir arbeiten, aber der Sporttest ist auf jeden Fall machbar, wenn man sich darauf vorbereitet.